Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind gerade dabei, ein paar Typen aus dem Verein Gunnar zu eliminieren. Diese Typen, eigentlich so dachte ich, es wären hier Raider zu Hause, aber scheint nicht der Fall zu sein. So, probieren mal den umzuballern. Kommt von da noch jemand? Ja, du könntest mir helfen, Kotzwurf. Jawohl. Alter, ich sehe ja nichts. Hallo? Na? Ist er jetzt hin? Jawohl, bam, hat's gemacht. Nanu? Schießt da hinten auch jemand? Nö, oder? Ist er geschützt und geht mir am Nerv. Und der da oben sowieso. Ah, verdammt. Verrissen. Bah, alter Schwede. Kotzwerf, gehen wir auf die Seite. Bam. Ist er geschützt und schon mal hin? Gleich. Jetzt ist er hin. Muha. Wo ist jetzt der Trottel? Trottel? Irgendwie ist der eine Typi weg. Na du, wo ist denn der hin? Ist der abgehauen oder hat's denn jetzt zersprengt, also weggesprengt? Fusionszelle, Molotow-Cocktails, Steambag, Laserpistole, Lederrüstung, schmutziger Armeehelm, Sonnenbrille und Gunnar-Harnisch, ja. Den scheint's mit weggesprengt zu haben. Der ist nicht mehr da. Soll mir auch recht sein. Dam, 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 dam. So. Nanunana. So, da la. Na, da ist er ja. Und weg mit dir. Ja, oder so. Passt, ist erledigt, ne? So, Scharfschützengewehr. Ja, damit. Splittergranate, Molotow-Cocktail. Du hast Patronen, Molotow-Cocktail, Lederrüstung, Harnisch, Militärbarett, grünes Gunnar-Halstuch, Gunnar-Flanellhemd und Jeans. Aha, wir sind schon überladen. Mein Lieber, ich höre auf. Du bekommst wieder ein paar Sachen von uns. Ich würde sagen, den einmal, dann. Da, das Zeugs einmal, das Zeugs. Bam. Die Pistolen. Der Harnisch. So, da lala. Das Barett. Dam-di-da. Dann Leder. Rüstung, da. Dann, ja, das Zeugs. Dann, naja, was hätten wir denn noch? Was ist denn Schrotpatronen? Die haben kein Gewicht, alles klar. Splittergranaten. Steambags haben auch keins. Uff, das da von mir aus. Das da. Hier zweimal. Und jetzt haben wir schon wieder ein bisschen Spazi. Jo. Dann würde ich sagen, nachladen. Was haben wir hier? Patronen, Netzrealis-Spule und Terminal-Grafikkarte. Gut. Geschützturm war das. Das ist, glaube ich, nichts. Okay. Sind wir denn jetzt eigentlich hier fertig? Nee. Wir sind ja eigentlich komplett falsch. Wir müssen in eine andere Richtung. Komm mit. Also irgendwie entweder da drüben oder ist da drüben eigentlich das, was wir machen sollen? Ich hab
Nein, nein, das sollte hier eigentlich schon passen, in die Richtung noch. Tap, 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 tap. So, dann langsam mal klupschen. Sind hier irgendwo Hampelmänner? Okay, da kommen wir gar nicht weiter. Sind das die Raider? Volle Wäsch. Na, lauf nicht weg, bleib stehen. Bleib stehen. Jawohl. Was ist denn da los? Wow. Gefahr. So, jetzt müssen wir die Watschka suchen. Wo ist denn da noch jemand? Wo schießt denn da jemand auf uns? Ah, da drüben. Aber wie? Und wo? Ich sehe den Trottel nicht. Vielleicht da drüben. Da drüben? Kommt schon, streckt euch wenigstens an. Puff, 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 puff. Ich finde den nicht. Das ist gerade mysteriös. Wenn ich wenigstens gesehen hätte. Ah, da unten. Boom. Boom. Fertig? Der steckt. Jupp, das müsste passen. Sehr schön. Oh, ruck. Dann kehren wir wieder zurück. Dam, di da. Hurra, 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 hurra. Fein, fein, fein. Da, 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 da. Oh, Ballerzahnzwan. Ja, genau. Keine Chance. Das dürfte dann auch schon gewesen sein, hoffe ich mal. So, schön drüber laufen, nicht dass wir in den Tod stürzen. Weil sterben dumm ist so genug. Ja, ich halt, ne? Hurra, hurra, hurra. So. Oh, der arme Kerl da, ne? Also sie. Oha. So. Wo waren wir denn jetzt gerade? Dass man das sehen können. Da oben. Da drüben. Da drüben irgendwo normalerweise. Dam, da, dam, dam, dam. Da wohnt ja jemand. Hallo? Ich kaufe und verkaufe. Zeig einfach mal, was du hast, dann schauen wir, ob wir uns nicht einig werden. Meine Damen und Herren. Okay. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Alter, dieses Gesichtsding da, der Helm wird immer schlimmer, wird immer schiercher statt besser. Infusionsbeutel. Okay. Kaffeetasse. Katzenfleisch. Also echt. Rattengift. Sauberer Besen. Sieb. Hast du Karotten? Nein. Einen Wecker hat sie. Spielzeug außerirdischer. Ja. Nein, keine Karotte leider. Naja, was soll's. Aber Katzenfleisch gehe ich jetzt auch keins kaufen. Mei, die süßen Mutzikatzis. Na, Mutzikatze, Mutzikatze. Ich habe den besten Schrott im Commonwealth. Toll. Mutzikatze. So, dann schauen wir mal darüber. Irgendwo da müssten wir die abgeballert haben. Alle, hopp. Hopp. Und hopp. Und hopp.
Ich hoffe, das waren noch alle Raider. Also wir hatten das so aufgestellt. Das schaut ja aus. Zumindest nur wüsst, wo wir den umgeschossen haben. Der müsste doch hier irgendwo liegen, oder? Wenn ich jetzt von da oben schaue, der müsste irgendwo sein. Hm. Sind Sie sicher, dass jemand anders hierfür nicht besser geeignet wäre? Ja, bin ich. Ich bin mir da absolut sicher. Mist. Keine Ahnung, wo der jetzt liegt. Mist, verdammter. Und wie schaut's da aus? Da müsste doch irgendwo ein Lager sein. Ah, da drüben. Weidenbond. Entdeckt. Was haben wir da? Da ist nur ein Baumstumpf. Also ein Baumdings halt. Was ist denn das? Weichpanzer Miruleck Fleisch. Ah, ach so. Na. Aber ehrlich gesagt, ich muss es auch nicht unbedingt haben. Bleh. Aber naja, was haben wir da? Raider, Schrottpatronen. Der hat ebenfalls dieses Fleisch, eine Schrottflinte, Rüstung, wieder so einen schirchen Helm und so weiter und so fort. Und wo ist die zweite Dame? Oder der zweite Raider? Den habe ich da ja auch irgendwo erschossen. Meine ich. Glaube ich, oder? War da nicht noch ein zweiter? Da. So. Da liegt er, genau. Passt. Das haben wir dann auch. Ist somit die Mission eigentlich fertig? Nein. Ist sie nicht. Das heißt, es gibt hier noch welche. Aber wir können auch ein Level Up verteilen, also eine Dingsgeschichte verteilen, da wir Level Up hatten. Ja, wäre das sehr gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Geht nicht? Warum nicht? Level 18 muss ich sein. Ach so, ist das. Da auch. Level 9 muss ich sein. Da unten. 14, okay. Ha. Und hier? Level 9. Okay. Mhm. Dann wäre vielleicht... Nahkampf. Dann wäre vielleicht ein bisschen Wahrnehmung nicht so schlecht. Damit wir vielleicht besser treffen und so. Passt. Na, Servus Kaiser, ne? Vielleicht ist ja da drüben in dem... Vielleicht sind hier noch irgendwo Raider, ich habe keine Ahnung. Irgendwie schaut es da aus, als wenn da tote Hose wäre. Ah. Hier vielleicht noch rein. Das könnte sein. Das schaut ja sehr verdächtig aus. Aluminiumdose. Noch mehr Aluminiumdose. Nein, 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 nicht Wasser trinken. Uah, es ist mir schlecht. Da verdrückt man sich einmal, ne? Wah. Ist ja ekelhaft. Kotzwurf, was sagst du dazu? Ich muss mich heilen. Wah. Warte, musst du aufpassen mit dem Klicken. Aluminiumdose. Was haben wir da? Nein, nix Wasser. Nix Wasser. Ich beneide Sie nicht um Ihre Sinne. Danke.
Was haben wir da? Schau, Chemkühlbox, Mentats, Rad X und Flaschenkürbis. Scheiße. Kuckuck. Jawohl, den hat's umgebracht. Du versteckst dich hier irgendwo. Den ebenfalls. Muhaha. Na, ist jetzt Ruhe? Hat sich da jemand bewegt? Nein, schaut gut aus. Dann looten wir mal. Springmesser. Eindrucksvolle Befestigungen. Ja, ne? Das ist hoffentlich nicht schlecht für uns. Ja, schauen wir mal, ne? Ja, du Alte. Da ist nix, ne? Schmeißt mal gleich alles um da. Unser lieber Kotzwurf. Wo ist der zweite Hampelmann? Verstorben. Ich glaube da oben, ne? Halli hopp. Da haben wir auch mal ein Bett, das wäre auch nicht schlecht, das zu nutzen. Kurz Jagdgewehr. Patronen, kurz Impro-Gewehr. Dann was haben wir hier? Schrottpatronen, doppelläufige Schrotflinte, Gasmaske mit Brille. Ob die besser ist? Raider-Rüstung und leichte Kleidung. Haben wir hier noch was? Boah, ich bin schon überladen, ne? Kotzwurf? Kann ich zu dir? Ja. Kannst du in der Tat. Und zwar kriegst du eine Pistole, die Aluminiumdosen, den Kanister, den Besen. Der kann auch nichts mehr tragen. Muhaha. Dann nehme ich die da. Dann kannst du noch den da tragen. Das ist ja echt übel. Wieso haben wir denn so viel gelumpert? Gibt's irgendwas, was kein Gewicht hat? Blutblatt. Das muss ich zurücknehmen. Und ich gebe ihm einfach die Sachen, die richtig schwer sind. Geht fast nicht anders. Zum Beispiel. Naja gut, die ist halt auch nicht so sonderlich schwer, aber... Ah, die Fusionszellen haben kein Gewicht. Die Uhr geht auch noch. Der geht auch. Der geht auch. Dann, was hätten wir da noch zum Angebot? Das Klebeband von mir aus, das Kupfer. Mann, 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 ne? Ach du Heilige. Was hätten wir da noch? Muss man weiter nach unten scrollen, ne? Vielleicht bei den ganzen Waffen und so. Die sind ja richtig schwer, ne? Ja, zum Beispiel die Schrotflinte hat gleich 9, ne? Ja, ja, ist gut, da geht halt nichts, ne? Der Schlagstock ist zum Beispiel nicht so schlimm wie die Sachen da, ne? So. Geht jetzt vielleicht was? Ja, trotzdem noch. Geht trotzdem noch nichts. Dann nehmen wir das zurück. Alter Schwede, ne? Geht jetzt wieder was? Ja. Ah, das war der falsche. Ich wollte die da weg tun. Na, das ist immer gleich, ne? Ist komplett wurscht, was ich da mache. Das bleibt immer verhältnismäßig gleich, habe ich das Gefühl. Scheibe. Na fein. Das ist blöd. Aber wir gehen jetzt mal schlafen. Eine Stunde wenigstens.
So, das ist nämlich sowas wie gespeichert. Ja, wir können jetzt leider nicht mehr laufen. Was soll's. Nehmen wir halt trotzdem alles mit, was wir kriegen können, ne? Da. So. Müssen wir halt leider jetzt ein bisschen schleichen. Aber dafür haben wir dann also unsere Werkbank, die wird uns noch Danke sagen. Was wir da alles an Graffeln mitbringen, das ist ja unfassbar. Hundefutter in Dosen, köstlich. Es gibt nichts Besseres. Was ist das? Das schaut so komisch aus, aber es ist in Wirklichkeit nichts. Mhm, da die Dose. Aha, mhm. Und da merkt man wieder ein bisschen was von Skyrim. Diese Fallen, nur bei Skyrim sind das Knochendinger. Also langsam vorbei. Das war Cotsworth. Du bist der Profi, Cotsworth. Du bist ein Profi, Cotsworth. Was, der ist erledigt. Noch jemand? Schaut nicht so aus. Cotsworth, du bist ein Profi. Wah. Großartig. Ja, ja. Wo bin ich denn? Haben wir es erwischt? Das gibt's ja nicht. Geh mir aus dem Weg. Hallo? Stirbt die Alte jetzt bald mal? Jawohl. Geht ja. So, was haben wir da alles? Abraxo-Putzmittel. Sonst ist da nichts. Molotov-Cocktail, Redaway und Blechdose und einen Besen. Die Ziegelsteinchen sind für nichts. Alles klar. Dann haben wir hier wieder eine Kaffeekanne. Wieder nichts. Da ist wieder schmutziges Wasser. Super. Dieses Chat, dieses Schirche. Boah, ich will sie echt nicht geben, ne? Die Arme. Benutzte Ölkanister. Was haben wir dann da oben? Bourbon. Whisky. Okay. Da sind wir fertig. Ein Tresor. Meister. Glaub nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Ja, alles für später. Überhaupt nicht. Ob ich mir das dann merken kann, muss ich halt irgendwann mal alles nochmal durchhatschen wahrscheinlich. Boah, süppi. Weiß nicht, mit Leuchtvisier, Impro-Pistole, verschweißt, Raider-Rüstung, linker Arm, Raider-Rüstung, Harnisch und Gurtzeug. Okay, ist hier noch was dabei irgendwo? Nein. Dann schleichen wir uns darauf. Das sind wieder Aluminiumdosen, Blechdosen. Da ist wieder Aluminium, Aschenbecher, die Flinte, Schweißerbrille, Raider-Rüstung. Raider Leder, dann Ölkanister, Putzmittel, dann Aluminiumdose, Bierflasche, Whiplash. Okay, da ist nichts. Bierflasche, dann was haben wir hier noch alles? Kombischraubenschlüssel, günstiger Wunderkleber, Big Jim. Chance auf 20% auf Verkrüppeln des Beines des Gegners. Aua. Au. Dann haben wir hier nochmal Chat. Dann Superkleber, Sicherung, Zahnpasta. Hm, Zahnpasta. Da ist unten auch nochmal ein Chat. Da ist noch eine Blechdose. Da war sicher Katzenfutter drin. Bergbauhelm, Blechdose, Glühbirne, Patronen, Aluminiumdose, Kaffeetasse. Dann Vault-Tec Lunchbox. Aha. Ja. Plastiklöffel. Lunchbox. Okay. Kronkorken-Sammlung, denke ich wieder mal. Dann antiker Globus. Da ist nichts mehr drin. Doch Wecker, Babyrassel. Und bei den beiden nichts. Okay. Dann, wow, Kotzwürf, ey. Da sind wir fertig.
Was haben wir hier noch? Chat. Und Bierfläschchen. Dann, was haben wir da? Kanister. Der Reifen ist für nichts. Da, verstellbarer Schraubenschlüssel. Einen Haufen Dosen wieder. Oh, da gehen wir wieder weiter. Blechdosen. Was haben wir hier? Aluminiumdose, Blechdose. Schirmständer, Schirm. Was haben wir da? Nix, nix, nix. Souvenirgeschäft. Entsperren. Okay. Was erwartet uns hier bitte? Souvenirgeschäft. Haben wir da jetzt vielleicht jemanden befreit oder so? Oder gerettet oder wie auch immer. Dass es heutzutage überall so aussieht. Manche würden ja sogar nennen. Ja, du sagst es. Kochplatte, Schraubenschlüssel. Was haben wir da? Überfälliges Buch. Ein überfälliges Buch. Okay, Kaffeetässchen ein Haufen. Kronkorkenvorrat. Kaffeetasse, Kaffeetasse. Was bist denn du? Ist ja eck. Oh, Kotzwurf? Was denn zum Teufel? Ist ja ekelhaft. Ich will die Dosen haben. Aber dann bin ich ja schon fertig. Da ist ja kein Feind, oder? Boah, ey. Diese Affen gehen mir am Nerv. Ich mag diese Affen nicht. Dieses Spielzeug habe ich noch nie gemacht. Warte, was war da? Antiker Globus. Wo stand der denn bitte? Ach, da drin wahrscheinlich. Da, hier. Jedenfalls ein altes Puppenhäuschen, so wie es mir scheint, da. Einkaufswagen mit natürlich einer Bierflasche drin. Aluminiumdose. Eine Kamera. Okay. Eine Angel. Whisky. Ah, da sind noch Dosen. Becher, Bierflaschen. Wah. Kotzwurf. Ich denke immer, da stimmt einer an und will mir wehtun, ne? Spielzeugautos, die nehmen wir gerne mit. Spielzeug-Truck. Es ist halt echt schlimm, ne? Wenn man bedenkt, wenn unser Sohn lebt, sind wir noch gar nicht dazu gekommen, darüber zu quatschen, ein bisschen, ne? Koffer entsperren, aha. Okay, wow. Ja, mein erstes Schloss, geschafft. Ja, Patronen, Haarklammer, modische Brille. Die will ich gleich aufsetzen. Es schaut so schier aus, der Helm, ich mag den nicht. So, auch wenn er Schutz bietet. Kleidung. Bergbauhelm, der ist genau richtig. Modische Brille, da ist sie. So. Schon wieder falsch. So. Ja, das schaut schon besser aus, ohne den blöden Helm. Also so, tada. Doch will ich, weil man den wiederverwerten kann. Kotzwurf, bitte, das weißt du doch. Naja, jedenfalls unser Sohnemann, ne? Er lebt. So viel scheint fix zu sein, aber er wird nicht wissen, dass ich seine Mutter bin. Ihm das beizubringen, ihm klarzumachen, dass alles, was er kennengelernt hat, dass das alles eine Lüge ist. Das wird übel. Ah, da drüben ist noch was. So, können wir dann eigentlich überhaupt schnell reisen, wenn ich so schlimm überladen bin? Wahrscheinlich nicht, schätze ich mal. Aber es ist echt nett mit Cotsworth und so, ne, dass er uns hilft. Willkommen am Walden Pond. Servus. Es ist wirklich nett, dass Cotsworth uns begleiten darf. Bitte die
Bitte, er hätte nicht gedacht, dass der Tod nötig sein würde, um uns zum einfachen Leben zurückzubringen. Ja. Zwei Jahre, zwei Monate und zwei Tage lebte Thoreau in dieser Hütte, um ein objektiveres Verständnis von der Gesellschaft zu erlangen. Ja. Dieses Experiment wurde durch Thoreaus Interesse an transzendentalistischer Philosophie beeinflusst, laut der wahre Selbstständigkeit die Menschen beflügelt. Aha. Sind wir jetzt hier eigentlich fertig? Juhu, wir sind hier fertig. Das heißt, wir dürfen hier zurückkehren. Dürfen wir schnell reisen? Ja? Nein, natürlich nicht. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg raufhatschen. Nicht gut. Warte mal, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Die Richtung stimmt ungefähr, so wie wir jetzt gerade stehen. Dann gehen wir halt einfach los. Ich würde sagen, ich werde auch die Waffe wechseln. Ein bisschen. Ich weiß, ich könnte, ich muss jetzt mal echt meine Lieblingswaffe oder so, muss ich da mal extra platzieren. Schrotflinte. Ich nehme das Impro-Gewehr, da haben wir recht viel Munition, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Schaden macht der halt gar nichts, ne? Wow. Lasermuskete, die macht aber trotzdem viel. Naja. Ach, das Gewehr, da passt, glaube ich, schon mal. Schon wieder verkehrt. So, jetzt aber. Na, marschieren wir mal los. Ja, schön, freut uns. Nein, ich will auch gar nicht rennen, ich will nur schauen, ob hier irgendwelche Viecher sind. Tatsächlich. Ah, den erwische ich so nicht. Also irgendwie in die Richtung da, ne? Das wird jetzt leider ein sehr beschwerlicher Marsch, da wir, wie gesagt, nicht laufen können. Müssen wir halt jetzt leider zu Fuß gehen. Da ist es schon komplett wurscht, ob ich versteckt bin oder nicht. Ich stelle mir nur gerade vor, wie schön es ohne diesen verfluchten Regen wäre. Okay. Ja, aber man braucht halt leider auch den Regen. Das ist halt so. Vor allem, du musst denken, unsere ganzen Freunde, die jetzt da bei uns zu Hause Ackerbau betreiben, die brauchen den Regen. Zwar haben wir jetzt gutes Wasser, aber ja, Wasser ist halt kostbar. Ich hoffe, ich gehe richtig. Ich werde hier mal kurz schauen. Na, komplett verkehrt. Wir müssen da Richtung Köter, müssen wir eigentlich zurück. Okay. Wobei, ich könnte nach Hause gehen. Wenn wir auf die Strecke bleiben, gehen wir nach Hause. Schmeißen wir alles weg, was wir nicht mehr brauchen. Und dann können wir dahin zurückgehen. Das wäre auch eine Idee. Das ist vielleicht sogar eine bessere Idee. Dann gehen wir einfach da weiter. Vielleicht treffen wir auf irgendwelche Viecher. Dann kriegen wir noch ein paar Erfahrungspunkte mit. Wir können ja auch streng gesehen was kochen. Das ist ja wurscht. Boah, das ist wirklich eine beschwerliche Heimreise. Ja. So ging es mir in Skyrim auch. Wie oft ich durch die Höhlen rausgegangen bin und so weiter. Ah ja. Die alten Zeiten. Da haben wir schon wieder Straße. Das ist ja schon mal was. La li la 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 da ram da da da. Cosworth ist noch da, passt. Horuk. Wenn wir wieder schnell reisen können, dann passt das eh. Dann sind wir eh schnell dort bei unserem Auftraggeber und dann ist gut. Außerdem, ich muss sagen, es ist nicht immer schlecht, im Regen zu gehen. Im Sommer kann das durchaus sehr angenehm sein.
Ja, die Richtung stimmt noch. Boah, das ist echt ein weiter Weg. Auweia. La, 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 la. Wir werden dann auch bei passender Gelegenheit auch mal ein Geschütztürmchen am anderen Ende unseres Dörfchens aufstellen, damit wir einfach rundum gesichert sind. Da, da, oh, sind das Pilze? Schon, aber die dürfen wir nicht mitnehmen. Schade. La, la, la. Aber wenn du denkst, ne, da sieht man es wieder mal, wie sich die Natur erholen kann, ne? La 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 la. Schau mal, sind wir noch richtig? Oi, schon ein bisschen schief. Mehr da lang. Da 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 da. Da sind wir schon bei dem einen Dingens, wo wir die Barrade schon weggeklatscht haben. Juhu! Wir kommen Richtung Heimat. Warte mal. Sind da welche? Da ist jemand. Boah, ich will kurz mal speichern. Nur ganz kurz. Bestätigen. Bestätigen. So. Wenn das dann nämlich ein Arschkopf ist. Ach nein! Sind das nicht die Guten? Oder auch wieder Gute? Wo bin ich denn hier gelandet? Ich nehme mal ein paar von diesen Früchten mit. Hallo! Ihr seid doch diese netten Leute, oder? Apernati Farm. Hallo. Hallo. Das ist nah genug, Fremder. Wir sind eine friedliche Farm. Wir wollen keinen Ärger. Hey, du solltest dich schämen. Das ist deine Tochter, von der du hier sprichst. Aha. Was? Okay. Dann gehen wir noch weiter. Dam, di da, dam, di da. Vielleicht können wir ein bisschen was kochen noch zum Schluss, damit es uns leichter wird. Herstellen. Sie haben geschickte Hände, Mann. Ja. Du bist lieb. Wie immer. So. Können wir da irgendwas Besonderes kochen? Krötenkeule. Kröten, ich sage immer Kröten. Köterkeule. Machen wir da einfach mal die 6 Stück. Vielleicht hilft's was, wahrscheinlich eher nicht. So. Gewicht 0,5. Haben wir Gewicht verloren? Kann man jetzt so nicht sehen, ne? Vielleicht aber. Naja, da brauchen wir eh 2, ne? Da auch. Ich meine, viel helfen wird's nicht, aber es ist vielleicht besser als nichts. Getränke. Ah, das lasse ich mal zum Kochen vielleicht. Können wir da... Suppe geht auch nichts, ne? Nö, wenn wir dann hier spräuchten. Verwertbares. Mutterbeere und Mais. Ja, Mais haben wir noch nicht. Verlassen. Okay. Aber es wird nicht reichen, dass wir wieder gehen können, also laufen können normal. Mm-mm. Leider. Aber es wäre halt schön, wenn man da mit euch Handel treiben könnte. Ehrlich gesagt, das ist eine Katze. Schau mal, Kätzchen. Hallo? Nein, da kann man keinen Handel treiben. Da, ich hatte gehofft, ne, vielleicht gibt es hier Karotten oder so. Vielleicht liegen hier zufällig welche am Boden. Nein, das ist Kürbis. Schau mit dir, handeln. Habt ihr was zum Handeln? Wenn du handeln willst, kannst du mit meiner Frau reden. Sie ist beim Haus oben, aber sei gewarnt, wenn du Ärger machst. Mach dich auf einen Kampf gefasst. Ich ja, hey. Die Landwirtschaft ist nicht einfach. Wenn du was zum Handeln hast, kannst den du gerne mit Tag mir auf reden. Dem Feld, jeden Tag und ständig muss man auf der Hut sein.
Ja, okay. Ja, bla bla. Gib mir was zum Handeln. Ich hätte gerne, bitte, wenn du hast, eine Karotte. Melone. Terpentin. Nee. Oh Gottchen. Bademandel. Lol. Das könnte man der Oma mitbringen, aber ich habe fast kein Geld mehr. Können wir irgendwas... Ich traue mich auch nichts zu verkaufen, ne? Ich habe immer so ein bisschen Sorge, dass das noch was wert sein könnte für uns zum Herstellen. Lass uns gut sein. Lass uns einfach gut sein. Und gehen wir weiter unseren Weg. Da wäre halt echt schön, wenn irgendwo Karotten wachsen würden. Naja, was soll's. Sind wir eigentlich noch richtig auf dem Weg? So ziemlich. Spiel verkehrt. So. Da ungefähr in die Richtung. Ich hatte gehofft, dass die Karotten anbauen. Ich hätte mir gern... Warte, hier vielleicht. Ich hätte mir nämlich gern welche stibitzt. Ach nein, das sind nur Melonen. Keine Karotten. Melonen haben wir selber. Ich hatte gehofft, dass hier Karotten wachsen. Mist. Das ist traurig, aber naja, was soll's. Ist ja wurscht, ich gehe da mal. Tschüss. Ungefähr in die Richtung. Na gut, der Part ist ja auch zu Ende. Ich werde im nächsten Part werden wir in unserem Dorf wieder beginnen. Dann habe ich alles ausgemüllt und ich möchte auch bis dorthin liebend gerne mal ein bisschen was verschönern, ein bisschen was herrichten. Die Bettchen haben wir eh noch stehen. Die Häuser, die noch ganz sind, möchte ich gern zusammenräumen, ein bisschen aufräumen, die Möbel gleichstellen. Das zeige ich euch dann im nächsten Part, was sich da bisher getan hat. Und ja, bis dahin bedanke ich mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!